Schön, dich kennenzulernen. Ich bin Digdry. Während des Erdbebens letzte Nacht geschah etwas Fürchterliches. Mein Sohn Digda wurde angegriffen. Was? Digda? Er wurde auf die Spitze eines großen Berges entführt. Leider komme ich da nicht hin. Es ist einfach zu hoch für mich. Deswegen bitte ich dich um Hilfe, Leon. Einen wunderschönen guten Morgen, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Super Mario Galaxy 2. Ja, das ist jetzt Super Mario Galaxy 2. Genau. Wir sind wieder da bei Pokémon Mystery Dungeon, Team Deluxe. Und wenn ich mich recht entsinne, hatten wir ein paar tolle Jobs. Beziehungsweise einen tollen Job, fällt mir gerade ein. Guten Morgen, Leon. Was? Jemand hat dich gebeten, einen Rettungsauftrag zu übernehmen? So ist es. Als ob du fucking Stalker noch da bist. Mein Sohn Digda wurde entführt. Er wurde auf den Gipfel des Stahlbergs gebracht. Bitte, helft meinem Kind. Auf Wiedersehen. Da fällt mir ein. Digda ist doch das Pokémon, das hier den Tunnel gegraben hat, oder? Na, es war jedenfalls kein Glumanda. Und der Kleine soll entführt worden sein. Da müssen wir doch helfen. Ich weiß nicht, müssen ist ziemlich objektiv. Ist mein Briefkasten allen Ernstes leer? Okay. Ach, okay. Ich krieg nicht mal die Aufträge aufgelistet. Ja, nice Meme. Digdrys Kind Digda scheint also entführt worden zu sein. Das arme Ding. Hat Digdry sich bei ihm vorgestellt? Oder ist er einfach nur schlauer als mein Charakter in-game? Ernsthafte Frage. Wir sollten gleich zum Stahlberg aufbrechen. Theoretisch ja. Praktisch. Schau ich mal noch meine Sammelbox. Ja, da möchte ich wahrscheinlich aussortieren. Auch wenn Arena-Bären übel geil sind, die liegen da wahrscheinlich auch zu Tausenden im Dungeon rum. Hast du heute irgendwas Geiles? Was richtig Episches? Warum hat er eigentlich nur Top-Erde und keine Top-Elixiere? Finde ich echt nicht cool. So, was hast du heute Schönes? Superstrahl, Donner, Fell. Donner? Hyperstrahl. Löst eine Explosion rund um den Einschlag aus, wodurch Wände und Items auf dem Boden verschwinden. Das. Ich möchte aber keine Items kaputt machen. In der nächsten Runde Hand und so ein Fake. Ja gut, ich meine eine Fähigkeit mit Vielfalt und Reichweite. Ich glaube, eine Runde ist nicht so tragisch. Es gibt hier Fliegen? Okay, wusste ich gar nicht. Felsgrab. Nitroladung. Fußtritt. Immer noch eine der besten Attacken. Auch wenn sie ständig verfehlt. So, Gigastoß. Ja, das war das. Ja, das ist schon ein bisschen schlimmer, dass da eine Nachwirkung eintritt. Aber dafür ist die Attacke auch super stark. Lichtkanone. Fügt dem Gegner Schaden zu und senkt manchmal dessen Spezialverteidigung. Das ist interessant. Und Surfer. Fügt allen Pokémon im Raum außer dem Anwender Schaden zu. Die Attacke trifft auch Pokémon, die sich im Zustand Taucher befinden. Das ist gut zu wissen. Ding ist nur, wenn ich jetzt meinen Kollegen dabei habe, den Kollegen Dennis, der frisst auch den Schaden und das ist uncool. Na gut, ich werde mich mal kurz zur Snobility-Card-Bank verkriechen. Einzahlen. Ich bekomme sogar gar eine Beere dafür, das ist cool. Einfach nur wegen den Items lohnt es sich halt wirklich, da sein ganzes Scheiß täglich einzuzahlen. Meiner Meinung nach. Ich nehme die Pocken einfach mal mit, auch wenn ich weiß, dass sie nicht lange erhalten werden. Bei Professor Doktor, ich schmeiß euch alles in den Kopf. Sag mal,
Kann ich bitte auch den richtigen Knopf drücken? Danke. Und damit los in Richtung Stahlberg. Der Dungeon Stahlberg kann nun erkundet werden. Ja, vielen Dank. Dann werde ich da mal hingehen. Da wären wir. Der Stahlberg. Und der Hintergrundtune ist wirklich ein bisschen angenehmer als damals, sag ich mal. Dick da wurde also auf den Gipfel verschleppt. Ganz genau. Na, wer mag das wohl wieder sein? Der Gipfel befindet sich auf Ebene E9. Danke für eure Hilfe. Auf Wiedersehen. Ja, wenn du schon mitkommst, kannst du auch mitkämpfen. Okay, auf geht's. Alles klar. Ich weiß nicht, warum ich jedes Mal müde werde, wenn ich eine Aufnahme starte. Pompons. Aus dem Maul. Ja, das tut weh. Und die Gegner haben immer noch keine Schritte gegen uns. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich davon halten möchte. Ich fühle mich jetzt halt vom Startlevel, den ich beim Spiel hatte, an schon komplett overpowered. Und ich weiß nicht, ob sich das im Spiel noch selber regelt. Oder ob das Spiel jetzt einfach super einfach geworden ist. Ich meine, das Originalspiel war schon vergleichsweise, ich will nicht sagen einfach. Aber man konnte es auch als kompletter Kacknoob ziemlich gut erlernen und auch durchspielen. Das war, glaube ich, die Grundlage, warum ich das damals durchgespielt bekommen habe. Hat doch fein gemacht. Hier gebe ich ins Gesicht. Ich habe auch Tackle. Es ist auch ziemlich cool, dass Glut eine deutlich höhere Angriffsreichweite hat mittlerweile. Geht das noch? Das ist nicht mehr die Tastenkombo für regenerieren. Das ist schade. Ja, Geduld ist eine gute Attacke an dem Punkt des Kampfs, habe ich gehört. Damit möchte ich sagen, das ist kompletter Garbage. Das war allerdings auch schon eine Sache, die bei Pokémon Mystery Dungeon auf dem GBA und DS so war, dass die Gegner, wenn sie low gedroppt sind, erst Geduld eingesetzt haben. Obwohl es da schon echt nicht mehr relevant war. Was genau hast du gemacht? Ende des Abenteuers in einem Dungeon kannst du mit X das Menü öffnen und von dort aus die Attacken-Einstellungen aufrufen, um bla bla bla. Ist okay, ja, weiß ich. Und ich sehe da eine gigantische Ansammlung an Items. Ist es das, was ich denke? Ja, da ist ein Shop. Manchmal öffnet Kikleon einen Laden mitten in einem Dungeon. Wundervoll. So, was hat er alles? Tapete, Beeren, Äpfel. Ich finde die Läden auf jeden Fall ziemlich cool. Und dass sie jetzt auch so früh im Spiel vorkommen, ist eigentlich ganz nett. Ich weiß nicht, ob die im Originalteil auf gewisse Dungeons begrenzt waren. Aber ich habe die super selten gefunden. Was für Lebensschelle.
wollte gerade sagen, ich habe auch eine Lebensstelle, aber das wäre ineffektiv. Levelaufstieg! Level 8! Woo! Ich geh mal da rein. Ins Gesicht. Okay, good job. Falsche Attacke. Deswegen, das ist auch ein Grund, warum ich Geduld in dem Spiel einfach nicht gut finde. Man kann ihm halt einfach ausweichen, indem man einen Schritt zur Seite macht. Und ich weiß nicht, ist das der Sinn eines Pokémon-Spiels, wenn man einfach so einen komplett einfachen Sidestep macht? Was willst du? Bitte aus dem Weg, ich habe einen Job zu tun. Attackers gehen übrigens so. Dann mache ich dich halt auch noch fertig. Eieiei. Tackle wurde aufgestuft. Nice. Ich erinnere mich auch noch dran, dass ich damals, als ich zum ersten Mal das Spiel gespielt habe, noch relativ stumpf alles mit normalen Attacken angegriffen habe. Außer mir ging es wirklich schlecht. Dann habe ich, ja, offensichtlich andere Attacken benutzt, mit denen ich mir versprochen habe, meine Gegner einfach auf Platz zu machen. Ich dachte damals wirklich, weil die AP so begrenzt sind, dass man damit groß haushalten muss. Damals habe ich aber auch Top-Elixiere noch gar nicht für mich entdeckt. Beziehungsweise wollte auch keine kaufen, weil ich so mit meinem Geld nicht wusste, was ich anfangen kann, ohne dass ich gleich pleite bin. Das war schon ziemlich tragisch, sage ich mal. Aber man lernt ja mit dem Spiel umzugehen und ich habe Akku-Kamera immer noch auf B. Also so gegen Ende des Let's Plays habe ich es dann vielleicht auch endlich mal gelernt. Bin ich mir sicher. Und ich habe Hunger. Okay, das hat nichts gebracht. Er hat's gedacht. So. Starnberg E5. Kommt das nur so vor oder verliert man sehr viel schneller Mageninhalt als im Original? Unabhängig davon. Apfel. Man kann den ganzen Hunger und so auch ein Stück weit umgehen, wenn ich mich recht entsinne, indem man einfach den Anführer wechselt, weil der Partner nämlich keinen Hunger bekommt. Wie konnte ich den jetzt wechseln? Ich weiß schon nicht mehr, ob ich meinen Partner wechseln kann. Okay, tragisch. Das ist wirklich tragisch. Na gut. Ich erinnere später noch die dritte Folge. Da werde ich es dann wieder nachschauen können. Besonders optimal ist es jetzt natürlich nicht. Aber hey. Ich komme auch mit dem Magen halt klar. Bin ich mir ziemlich sicher.
wir mal das Item da unten. Egal wie gut es sein mag. Oh, da steht noch jemand. Ja, ich weiß, wie zurückgeschalten funktioniert. Danke. So, du wolltest aufs Maul. Jesus. Ja, wow. Okay. Doppelkick regelt. Dreifaches Tempo. Wenn man so sich die ganzen Attacken mal durchliest, ist mir aufgefallen, hören die sich doch gelegentlich unbalanced an, als sie sind. Ja, ich nehme das. Könnte wie zu uns sonst. So. Geld. Geld ist wichtig. Es kommt später noch was Neues dazu. Möchte ich jetzt noch nicht spoilern für alle, die komplett neu sind und das Spiel noch nie gesehen haben. Auch wenn es nicht viele sind. Aquaknarre. Ich weiß jedenfalls noch, der Endboss hier, Panzer Aeron, auch das erste Pokémon, gegen das ich einen Bosskampf verloren hatte. Wenn ich mich recht entsinne. Neben der Tatsache, dass es auch der erste Boss im Spiel ist, fällt mir gerade auf. Warte mal, da sind Items. Die möchte ich haben. Kleinstelle grün, ne? Gut, danke. Ah, ein Trainingsschalter. Okay, cool. Jo, erstmal doppelt einsetzen. Nice. Kann man also scheinbar gar nicht beseitigen. Okay, cool. Ich bin da wieder komplett auf Autopilot natürlich draufgetreten, weil ich mir dachte, Symbol heißt vermutlich irgendwelche Werte gesenkt. Eine Attacke hat keine AP mehr, das ist echt schade. Ja, welche? Ach, Akku-Knall, okay. Nicht, dass es mich jetzt groß wundert. Das mal mir. Und dann bekommt unser Kumpane doch direkt auch mal eins. Damit er zumindest wieder seine Glut einsetzen kann. Ist vielleicht beim Endboss gar nicht so wenig von Vorteil. Brauche ich ernsthaft? Ich habe keinen Apfel dabei. Das ist jetzt doof. Und das ist unfair. Die sind scheinbar alle befreundet. Hauptsache den eigenen Make-up. Das sollte reichen. Reicht nicht. Gutes Zeichen. Wenn ich jetzt gleich noch den Bosskampf vergurke, dann kriege ich aber einen zu viel. Er hat noch einen Levelaufstieg, das ist schön. Wo schmeißt der mich hin? Da
das sehe ich anders. Kannst du bitte... Ja, okay. Akzeptieren wir. So, Moment mal. Ich habe, wenn ich mich recht entsinne, ja, jetzt einen Samen, der komplett nutzlos ist. Aber zumindest den Magen um 2 auffüllt. Gut, wie viel füllt eine Beere auf? Auch 2. Ziemlich wenig. Ziemlich nutzlos. Aber ist okay. Da merken wir uns, in Zukunft mehr Äpfel mitnehmen. Sieh mal, da drüben ist Dick da. Hey, ist alles in Ordnung? Wir sind hier, um dich zu retten. Ich habe Angst. Hey, ihr da. Was glaubt ihr, was ihr da tut? Wir sind hier, um Dick da zu retten. Lasst ihn sofort frei, Pazairon. Wie könnt ihr es wagen? Es ist doch alles seine Schuld. Seit Tagen kriege ich kein Auge zu, weil es ständig die Erde rumort. Das alles nur, weil Rabauken wie er, wie Wahnsinnige unter der Erde rumbuddeln. Aber das stimmt doch gar nicht. Na, eigentlich doch. Zugegeben, in letzter Zeit gab es so einige Erdbeben. Doch ich bezweifle stark, dass Dick da und seine Familie dafür verantwortlich sind. Seid still. Wenn ihr nicht Ruhe gebt, kämpfen wir eben. Das zeigt aus, Panzerin ist zu aufgebracht, um uns zuzuhören. Wir müssen wohl kämpfen. Okay, das ist cool. Und mein Mageninhalt ist wieder komplett voll. Ja, super. Das heißt, ich hätte den ganzen Scheiß nicht mal essen müssen. Okay, vielleicht den Samen, um nicht komplett drauf zu gehen. Das ist eh egal. Nehmen wir mal so. Das aufs Maul. Was ist gut gegen ihn? Aquaknarre. Aquaknarre ist die einzige gute Attacke gegen ihn. Und ich habe tatsächlich auch wieder komplett volle AP. Das heißt, ich hätte nicht mal das Elixier gebraucht. Na super. Kannst du bitte aufhören, mich so... Warum fokussiert er nur mich? Ist das diese... Ach, come on. Das muss dieses Rebalancing sein. Gut, ich meine, vorher waren die Kämpfe auch teilweise echt viel zu einfach. Irgendwie steigen meine KP. Auch interessant. Da habe ich wohl den Kürzeren gezogen. Ich ziehe mich lieber erstmal zurück. Okay, cool. Hey, wir haben ein paar Zeron verscheucht. Alles ist wieder in Ordnung. Du kannst jetzt rüberkommen. Ich kann nicht. Ich habe Angst. Kein Problem. Der Code holt dich. Warte einen Moment. Ja, und wie? Da ist ein riesiger Graben, du Genie. Oh je. Da geht es aber ganz schön weit runter. Man kann ja nicht mal den Boden sehen. Und ich möchte nur dazu gesagt haben, Dicta kann sich eingraben. Dicta kann hier rüberkommen. Ja, und was machen wir denn jetzt? Wir können den Abgrund nicht überwinden. Wir erzählen Dicta, dass es alleine da weg kann und die ganze Zeit alleine weg konnte. Hey, ihr seid doch die Magnetilo von neulich. Wir haben hiervon erfahren. Wir retten Dick da aus der Luft. B
Bup. Halt euch an uns fest. Bup, bzz, bup. Keine Angst, wir verpassen dir schon keinen Stromschlag. Ich meine, ihr seid... hoffentlich halbwegs ausgereifte elektrische Maschinen. Oh, ich hatte ja solche Angst. Ich war schließlich noch nie so hoch oben. Meine Füße fühlen sich immer noch an, als würden sie auf Luft laufen. Füße? Dad, Füße? Hauptsache, du bist wieder in Sicherheit. Das ist das einzig Wichtige. Ja, vielen Dank. Oh, du wurdest gerettet. Hurra! Hurra! Huch, was war das? Höre ich etwas Stimmen? Ups, ihr könnt mich ja gar nicht sehen. Wie unhöflich von mir. Ich bin's, Dickdri. Oh, Papa! Dickda, ich hab mir solche Sorgen gemacht. Geht es dir gut? Ja, keine Sorge. Ich hatte zwar echt Angst, aber jetzt ist alles in Ordnung. Das habe ich nur Neon und seinem Team zu verdanken. Vielen Dank für alles. Ihr seid wahre Helden. Vergesst bitte nicht, auch unseren Freunden in Magnetito zu danken. Allein hätten wir das nämlich nie und nimmer geschafft. Oh, wie unhöflich von mir. Vielen Dank. Aber nein, nicht doch. Das war doch Ehrensache. Unsere Entwicklung ist ja schließlich auch ein Dreigespann. Da muss man noch zusammenhalten. Ja, Pokémon sind letztlich eine große Familie. Ich bin beeindruckt. Nochmals vielen herzlichen Dank. Wir müssen jetzt los. Neon, Daniels, vielen Dank. Lebt wohl. Okay, tschüss. Geil, Mann. Top, Alter. Und einen Heilsamen. Und 800 Poké. Jawoll. Wir gehen dann nochmal. Oh, warte mal. Lauf nicht weg. Was gibt das denn? Möchtet ihr unserem Team beitreten? Einem Team beitreten? Ja, immerhin hätten wir unseren letzten Auftrag ohne euch nie abgeschlossen. Wir werden eure Hilfe bestimmt auch in Zukunft gut gebrauchen können. Meinst du nicht auch, Neon? Nein. Zurück zu euch. Was sagt ihr? Wollt ihr unserem Retterteam beitreten? Einem Retterteam beitreten? Das klingt nach Spaß. Bup, bup. Hurra! Aber wenn ihr uns für einen Rettungsauftrag benötigt, müssen wir uns in der Nähe aufhalten, um schnell verfügbar zu sein. Gibt es hier irgendwo einen passenden Ort, wo wir uns niederlassen könnten? Naja. Oh, also nicht. Schade, dann können wir eurem Retterteam leider nicht beitreten. Bis dann! Tragisch. Warum watscheln die so? Die können schweben. Das ist wirklich schade. Aber ja, sie haben recht. Unsere Mitstreiter müssen in der Nähe leben. Wie sollen sie uns sonst um die Arme greifen, wenn wir ganz plötzlich in einen Dungeon müssen? Ja, aber hey, der Stahlberg, der war nicht so weit weg. Wir müssen Orte finden, an denen die Pokémon leben können, wenn wir wollen, dass sie unserem Team beitreten. Hey, ich hab's. Lass uns morgen gemeinsam zum Pokémon-Platz gehen. Da gibt es einen interessanten Laden, der sich Knuddeluff Camp Kiosk nennt. Camp Kiosk. Okay, zumindest hat der einen neuen Namen, denn der alte Name war komplett weird. Letztes Mal, als wir dort waren, hatte er geschlossen. Aber vielleicht hat er ja morgen geöffnet. Er befindet sich direkt neben der Snowbilly-Card-Bank. Knuddeluff betreibt ihn. Nee, hätte ich nicht gedacht. Wenn der Knuddeluff Camp Kiosk heißt, dann betreibt ihn bestimmt Bisasam. Dort kann man uns bestimmt weiterhelfen. Dann ist es beschlossene Sache. Morgen gehen wir also gemeinsam zum Pokémon-Platz. Schon wieder. Dieser Traum. Welches Pokémon könnte das sein? Diesmal höre ich es etwas deutlicher. Was? Ein Mensch? Meine Rolle? Warte, bitte erzähl mir mehr. Oh nein, es ist verschwunden. Am nächsten Morgen. Boah, mein Hals ist richtig trocken. Das ist mal wieder
eine ganz bescheuerte Situation. Was macht man dagegen? Man trinkt etwas. Und dafür werde ich mir jetzt Zeit nehmen. Ich sage an dem Punkt Tschüss, bis zum nächsten Mal und wir sehen uns in der nächsten Folge.